Kaum sind wir im Wald, reißt sich der Hund wieder die Daumenkralle halb ab. Ich habe mir letztens schon gemacht, die war schon wieder wirklich extrem lang. Und dadurch, dass wir am Strand waren, konnte da wirklich nicht viel passieren. Die war schon so lang, dass sie ab und zu mal mit der Kralle im Halsband, wo man den Haken hier ranmacht, ne, da so hängen blieb. Und dann blieb sie zum Glück immer stehen, dann musste ich hin und musste sie befreien von ihrem Missgeschick da. Naja, und jetzt waren wir einmal im Wald und schon blieb sie da an Ästen und so wieder mit hängen beim Buddeln. Naja, muss er jetzt durch. Ist eigentlich immer das Einfachste. Also ich kann ja versuchen, das abzuschneiden oder so, aber das hasst sie wie die Pest. Da bleibt sie auch nicht still, da will sich befreien. Wir hatten ja schon ganz schlimme Szenen beim Tierarzt mit, als wir beim Tierarzt waren und der Tierarzt das machen sollte. Ich musste mich wirklich auf den Hund draufsetzen. Und überall Blut nachher und so, ganz schrecklich. Ich wurde gefragt, ob ich ein Ritzer bin, weil ich total zerkratzt war vom Hund. Es hasst sie halt wie die Pest. Und dann beißt sie nicht oder so, ist sie mir auch nicht böse. Sie mag es einfach nur nicht. Naja, und das Beste ist einfach immer in den Wald gehen, dann reißt sie sich irgendwann ab, dann jammern sie einen Tag rum und danach ist aber auch wieder gut. Sie können es einfacher haben, indem sich das einfach abkaut wie ein normaler Hund, aber naja, so ist er. Die Bestien. Ja.